Er war einer der ersten Prominenten in Deutschland, die den Verdacht auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus öffentlich machten. Jetzt gab TV-Moderator Jörg Kachelmann, 61, aber Entwarnung. Will man auf Nummer sicher gehen, beginnt sein Post auf Twitter, begleitet von einem scherzhaften GIF. Ich muss die Hoffnungen der Freunde in den Online-Medien enttäuschen. Und möchte mich für die vielen guten Wünsche bedanken. Es ist erstmal nichts mit Coronavirus. Somit ist anzunehmen, dass der Test auf das Virus negativ ausgefallen und der Schweizer nicht erkrankt ist. Kachelmann hatte zwei Sendungen seiner MDR-Talkshow Riverboat für diese Woche absagen müssen, weil das Ergebnis des entsprechenden Tests noch ausstand. Ich, kranker alter Mann, werde heute Abend bei der Aufzeichnung von Riverboat für den 13. März und bei der Sendung am Freitag nicht dabei sein können, teilte der 61-Jährige via Facebook mit. Der MS-Boot. Erhalte sofort alle Neuigkeiten zu deinen Stars, indem du ihnen folgst.